Ich freue mich, dass ihr bei einem weiteren Testvideo dabei seid. Heute widme ich mich einem kleinen, schon etwas älteren Spiel, dem Koop-Zombie-Schnetzler Dead Nation. Kann der Twin-Stick-Shooter überzeugen? Wo gibt es Kritik? Was ist gelungen? Das alles jetzt im Test. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Ach ja, Zombies schnetzeln. Was gibt es Schöneres? Die lebenden Untoten waren schon immer ein beliebter und dankbarer Gegner in der Videospielwelt und so mancher hält das Szenario mittlerweile für ziemlich ausgelutscht, doch ich bin ehrlich, Zombies gehen bei mir eigentlich immer. Und von diesen gibt es in Dead Nation mehr als genug. Und wir können sie alle endgültig zur Hölle schicken. Und ja, das machen wir nicht alleine. Reißen wir in die Arsch auf. Dead Nation ist ein Twin-Stick-Shooter, das heißt, ihr blickt von oben auf eure Spielfigur, gesteuert wird mit den Analog-Sticks, sowohl die Laufrichtung als auch das Zielen. Wenn ihr noch nie Spiele aus diesem Genre gespielt habt, müsst ihr euch wahrscheinlich erst einmal ein wenig an die Steuerung gewöhnen. Lange dauert das aber nicht und das Spiel macht es euch auch leicht. Denn der Anfang ist ziemlich gechillt und ihr könnt euch in Ruhe einschießen. Genießt die Ruhe, sie wird nicht lange anhalten. Es gibt eine kleine Geschichte, wenn man es denn so nennen will. Die unspektakulären Story-Sequenzen mit Standbildern erzählt, sind kurz und ohne jegliche Spannung. Zusammengefasst, alles ist im Arsch und wir machen alles platt. Sind wir dann im Spiel drin, wird das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Alles ist zerstört und Zombies warten an jeder Ecke. Dabei schafft es das Spiel, trotz der angestaubten Grafik, eine tolle apokalyptische Atmosphäre zu erzeugen. Brennende Autowracks, zerstörte Häuser und überrannte Armeeposten. Ja, so stelle ich mir eine gepflegte Zombie-Apokalypse vor. Allzu viel Zeit, die Umgebung ausgiebig zu betrachten, bleibt uns allerdings nur selten. Schade eigentlich. Doch wir haben einen Job zu erledigen. Okay, Zeit Eier zu zeigen oder Fresse zu halten. Tja, dann musst du jetzt wohl die Fresse halten. Aber dafür braucht man auch die richtigen Werkzeuge. Habt ihr zu Beginn erst einmal nur ein Gewehr zur Verfügung, erweitert sich euer Arsenal mit der Zeit beachtlich und ihr könnt gut ausgerüstet auf die Zombie-Huts gehen. 4 Waffen könnt ihr auf die Schnellauswahl legen, das ist erst einmal ungewohnt, da sich diese auf Kreis, X, Dreieck und Quadrat-Button befinden. Dafür könnt ihr in den hektischen Kämpfen so blitzschnell die Ballermänner wechseln. Eigentlich ist das ganz cool gelöst. Dabei sind sowohl Klassiker wie MG und Pumpgun. Später gesellen sich noch Kaliber wie der Flammenwerfer oder der äußerst spaßige Kreissägenblätterwerfer, ich nenne ihn jetzt mal so, hinzu. Und ja, der ist genauso geil, wie ihr ihn euch jetzt vorstellt. Das Blut muss spritzen. Aber diese schwere Bewaffnung ist auch bitter nötig, denn die sabbernden, langsam schlürfenden Zombies sind schon lange aus der Mode. Der moderne Untote ist schnell. Verdammt schnell. Und selten kommt er alleine. Und so stürmen Massen, und ich meine wirklich Massen, von hungrigen Zombies auf euch zu und es gilt nur noch eins, alles abballern. Das ist bei den Standardgegnern trotz der Überzahl noch machbar. Aber ein Videospiel-Zombie bringt meistens noch seine Brüder und Cousins mit, die noch wesentlich mehr drauf haben, als nur stumpf auf euch zuzurennen. Dead Nation bietet eine ausreichende Vielfalt an Gegnertypen, auf die ihr entsprechend in dem ganzen Chaos reagieren müsst. Man kann aber ganz klar sagen, dass das Spiel dabei das Rad nicht neu erfindet. Gegner, die auf euch zurennen und explodieren, schnelle und springende Feinde, besser gepanzerte und so weiter, kennt man alles. Da geht es eher nach Masse statt Klasse. Wie ihr auf den Bildern bestimmt schon erkannt habt, es geht richtig rund. Von allen Seiten werdet ihr attackiert und ihr müsst immer in Bewegung bleiben. Denn werdet ihr erst einmal eingekreist, geht ihr schnell zu Boden. Um das zu verhindern, stehen euch neben den Schusswaffen noch weitere, sehr hilfreiche Gadgets zur Verfügung. Granaten, Minen und Molotow-Cocktails richten verheerenden Schaden an und reißen große Lücken in die Gegnerreihen. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden verschaffen euch diese Hilfsmittel dringend benötigte Atempausen und ihr Einsatz ist unerlässlich. Vor allem die Minen haben es mir angetan. All die Waffen und Granaten könnt ihr mit erspielten Punkten hochleveln und verbessern. Bei den Knarren vergrößert sich beispielsweise die Munitionskapazität oder die Nachladegeschwindigkeit, bei den Granaten der Explosionsradius und der Schaden.
Überlegt gut, wofür ihr eure hart erkämpften Punkte investiert und levelt wirklich nur die Waffen, die ihr auch häufig im Kampf verwendet. Auch für die Munition müsst ihr bei den meisten Waffen erst einmal bezahlen. Zusätzlich könnt ihr noch eure Rüstung verbessern. Das alles macht ihr an einer kleinen Kaufstation bei den Checkpoints der Level. Diese sind immer fair gesetzt. Dabei ist der Aufbau sehr linear. Kleinere Abzweigungen belohnen euch mit Extrapunkten oder Ausrüstung. Es lohnt sich also genauer hinzuschauen. Mir gefällt vor allen Dingen die Gestaltung der einzelnen Locations. Mal kämpft ihr euch durch die vollkommen zerstörte Innenstadt, dann geht es auf einen nebligen Friedhof, ihr treibt euch am Hafen rum, am Bahnhof und so weiter. Jeder Level hat sein eigenes Thema und das ist toll umgesetzt. Auch die Gegner passen sich häufig der Thematik an. So greifen euch im Krankenhaus Zombies im Arztkittel an, im Zirkus natürlich Clowns. Sehr geil gemacht. Ihr könnt auch die Umgebung in die Kämpfe mit einbeziehen. Alarmanlagen an Autos locken zum Beispiel Scharen von Gegnern an, dann gibt's einen lauten Knall und alle sind matsch. Munition gespart. Ganz wichtig ist auch der schnelle Dash, mit dem ihr euren Hintern noch retten könnt, obwohl ihr eingekreist wurdet, und auch der Nahkampf hat mir so manches Mal das Leben gerettet. Insgesamt erwarten euch 10 knackige Missionen. Die Spielzeit kann ich echt schwer einschätzen, da wir einige Level wirklich, wirklich oftmals wiederholen mussten. Außerdem erwarten euch neben der Kampagne noch weitere, kleinere Modi, die durchaus noch ein paar Stunden Spaß bringen können. 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade stehen euch zur Auswahl und ich kann euch sagen, die höheren verlangen euch wirklich alles ab. Da solltet ihr eure Waffen wirklich beherrschen und euch mit euren Mitspielern gut absprechen. Stellt euch darauf ein, die ein oder andere Mission wiederholen zu müssen, wenn ihr die Schwierigkeit nach oben schraubt. Da kommen wir auch gerade zu dem wichtigsten Punkt überhaupt, dem Koop-Modus. Und dann natürlich Regel Nummer 1. Such dir einen knallharten Partner. Ihr könnt das ganze Game im Couch-Koop oder auch online zusammenspielen und erst dann entfaltet das Spiel sein volles Spielspaßpotenzial. Das heißt nicht, dass nicht auch Solospieler Spaß haben können, doch wenn man sich mit seinem Partner abspricht, neue Taktiken nach einem Scheitern austüftelt oder gemeinsam feiert, wenn man nach hartem Kampf endlich das Levelende erreicht hat, das macht dann nochmal so viel Laune. Also schnappt euch im besten Fall einen Kumpel oder Kumpeline und schreddert die Gegner gemeinsam. Ihr seid echt süß zusammen. Gefällt mir. Oh. Technisch ist das Ganze natürlich nicht up-to-date, aber die Licht- und Schatteneffekte wissen immer noch zu überzeugen, kein Ruckeln weit und breit und auch die Soundkulisse passt, auch wenn sie wenig spektakulär ausfällt. Spielen könnt ihr Dead Nation auf PlayStation 3 und 4. Mittlerweile bekommt ihr das Spiel für weniger als einen Zehner. Ist ja auch schon aus dem Jahr 2010. Dead Nation ist für mich ein absolut spaßiger, rundlaufender Twin-Stick-Koop-Spaß, für den ich eine absolute Empfehlung ausspreche, wenn ihr mit einem Mitstreiter in die Schlacht zieht. Die Grafik ist angestaubt, doch die Atmosphäre stimmt und vor allem die Kämpfe gegen hunderte von Zombies wissen zu überzeugen. Wenn ihr gerne Massen von Untoten niedermetzelt, Freunde von Couch-Koop seid und die euch von der etwas veralteten Grafik nicht abschrecken lasst, dann gönnt euch das Game. Das war jetzt meine Meinung zu Dead Nation. Habt ihr es schon gespielt? Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Koop-Spiele habt, in der Playlist Otto hat's gezockt findet ihr noch Tests zu weiteren Spielen wie beispielsweise The Ascent oder zu dem wirklich sehr gelungenen Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch zu unterhalten und gleichzeitig zu informieren. Bei Gefallen lasst gerne ein Abo oder Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Otto Normalo.